Seit dem 1. Juni 2023 bietet die KfW eine Förderung für Familien an, nämlich Wohneigentum für Familien, kurz WEF. Das Förderprogramm des Bundesbauministeriums zielt darauf ab, Familien mit geringerem oder mittlerem Einkommen bei der Verwirklichung ihres Traums vom Eigenheim zu unterstützen. Im Rahmen einer Anpassung der WEF-Förderung zum 16. Oktober 2023 erhöht sich der mögliche Kreditbetrag und die Voraussetzungen ändern sich, sodass noch mehr Familien von der Förderung profitieren können. In diesem Video erfahrt ihr, was die Förderung beinhaltet, welche Voraussetzungen gelten und wie ihr von der Förderung profitieren könnt. Die Förderung Wohneigentum für Familien bietet finanzielle Unterstützung für Familien, die den Kauf oder den Bau eines Eigenheims planen. Sie umfasst zinsvergünstigte Darlehen, die es Familien erleichtern, den erforderlichen Kapitalbedarf zu decken. Durch die vergünstigten Zinssätze der Kredite können Familien mit Kindern, die ein klimafreundliches Haus bauen möchten, Einsparungen von bis zu 42.500 Euro im Vergleich zu nicht staatlich geförderten Krediten erzielen. Erhält der Neubau zusätzlich das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, QNG, steigt der mögliche Kreditbetrag und die Ersparnis erhöht sich auf rund 55.000 Euro. Die Förderung schafft damit eine gezielte Entlastung bei den Baukosten. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. In eurem Haushalt muss mindestens ein minderjähriges Kind leben. Das maximale zu versteuernde Jahreseinkommen, das ihr als Familie nicht überschreiten dürft, wird mit der Anpassung der Förderung zum 16. Oktober auf 90.000 Euro angehoben. Für jedes weitere minderjährige Kind in eurem Haushalt erhöht sich dieser Grenzwert noch einmal um 10.000 Euro. Eine weitere Voraussetzung ist, dass ihr die geförderte Immobilie selbst bewohnt und kein weiteres Wohneigentum besitzt. Die Förderung erfolgt in Form eines günstigen Kredits, dessen Höhe abhängig von der Förderstufe und der Anzahl eurer Kinder, nun nach der Anpassung der Förderung zwischen 170.000 und 270.000 Euro liegt. Keinen Anspruch auf die Förderung der KfW habt ihr, wenn ihr bereits das Baukindergeld bezogen habt oder wenn ihr die Förderung zur Umschuldung bestehender Kredite oder zur Nachfinanzierung bestehender oder abgeschlossener Bauvorhaben nutzen wollen würdet. Auch für Grundstückskäufe oder für einen Neubau oder Kauf von Ferienhäusern und Wohnungen besteht kein Förderungsanspruch. Jetzt kommen wir zum Unterschied zwischen den beiden Förderstufen. Wohneigentum für Familien mit QNG. Damit ihr die höhere der beiden Förderstufen erreicht und ein zinsgünstiges Darlehen von bis zu 270.000 Euro erhaltet, muss euer Neubau die Anforderungen des QNG, also das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude Plus oder Premium, erfüllen. Bestätigt durch ein Nachhaltigkeitszertifikat. Das QNG ist der Nachweis dafür, dass ein Gebäude verschiedene Anforderungen im Hinblick auf ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualitäten erfüllt. Die Bedingungen für das staatliche Qualitätssiegel werden durch das Bundesbauministerium festgelegt. Euer Vorteil bei Hansehaus? Wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werden, können wir garantieren, dass euer Fertighaus eine QNG-Zertifizierung erhält. Wohneigentum für Familien ohne QNG. Bis zu 220.000 Euro könnt ihr in der ersten Förderstufe erhalten. Dafür wird kein QNG benötigt. Aber die Anforderungen an Treibhausgasemissionen des QNG Plus müssen erfüllt sein. Das bedeutet, dass euer Neubau in seinem Lebenszyklus nur entsprechend wenig CO2 ausstoßen darf. Wir bei Hansehaus begleiten euch gerne auf dem Weg zu eurem förderfähigen, energieeffizienten Zuhause, damit ihr das Beste aus den Fördermöglichkeiten herausholen könnt. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr weitere Fragen zur Förderung habt oder jetzt gemeinsam mit uns euer Hausbauprojekt angehen möchtet.